Grüezi, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Mal wieder ohne mir im Semper. Und heute ein Replay von Krux zusammen mit Pavilius im Zug. Und ja, heute wieder so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein spezieller Panzer, ein Exote auf meinem Kanal. Und zwar das allererste Mal haben wir den Panzer 4 Hydro. Aus dem Anlass, dass es ja irgendwie, keine Ahnung, mal vor Wochen, zwei, whatever, dieses 100-Euro-Paket gab, zusammen mit dem Hydro als, in Anführungszeichen, Geschenk obendrauf. Und, ja, ich meine, ich habe den noch nie wirklich, glaube ich, doch, ich habe den vielleicht ein, zwei Mal gesehen im Random, ich habe den aber selber natürlich nicht. Und, habe dementsprechend auch nicht wirklich ein Replay, und dann waren aber die Panther-Jungs so nett und haben mir ein Replay, beziehungsweise Krux war so nett und hat mir ein Replay zur Verfügung gestellt, nachdem ich da nachgefragt habe. Ja, Pavelius, hier sein Kamerados, fährt im Excelsior, dem Tier 5 Briten Heavy Premium Panzer. Ja, eben der Hydro, eher ein spezieller Panzer. Mal schauen, was er so kann. Ich bin selber auch überrascht. Und ja. Fahren hier auf der wunderschönen Map Tundra. Und wollen mal schauen, was ne? Und so was hier abgeht. Ist übrigens ein Tier 6 Gefecht, also 5 6er und 10 5er. Und fährt hier 40 40, also 40 AP, 40 APC und hat das Fernrohrruf. Und ja, wollen wir mal schauen, was jetzt da passiert. Erstmal kuscheln mit dem Panzer 4H ist angesagt. Und ich muss zugeben, ich habe ziemlich keine Ahnung von dem Panzer, von den Stats und all dem Zeugs. Aber ich denke, es wird so ein Panzer, keine Ahnung, 3-4 Panzer 4H Klonartig sein. Und ja, fährt jetzt hier erstmal auf die Unterstützungsposition hinten auf A3. Er ist auch der einzige auf dieser Seite. Also hier das ganze restliche Team ist entweder mit Pavelius auf der Brücke oder das Team ist alles geschlossen Richtung Hügel gefahren. Ja, hier natürlich das Fernrohr gute Wahl, dass ihr stehen kann und Richtung Heavy Road aim. Lädt ja auch schon mal vorsorglich APC nach, damit er die Jungs, die Heavys vor allem verlässlich penetrieren. Was hat er denn? Ah, okay, er hat 110 mit AP und 158 mit APC. Ja, okay. Verständlich, ne? Experimental ist dort aufgegangen. Churchill 3 ist schon eiskalt einfach über die Brücke gefahren. Was dem seine Hoffnung ist, weiß man nicht so genau. Aber, zumindest steht jetzt dort eine Gegenwehr. Die Frage ist, für wie lange, ne? Weil der Hügel wird da ziemlich stark gegen gepusht, obwohl eigentlich das ganze Team auf der Hügelseite ist. Schaffen wir das irgendwie nicht zu dominieren. Beziehungsweise scheint auch vom Gegnerteam eigentlich der größte Teil auf der Hügelseite zu sein. Das ist natürlich die Frage. Hat hier 550 AP? Das ist eigentlich für ein Medium auf Stufe 5 ziemlich viel. Wenn man schaut, 440 hat der Panzer 4, 480 hat der Panzer 4H. Und zu 100 hat 580. Sogar die Hellcat hat 570. Also hier wirklich von HP-technisch Stufe 5 ziemlich stark. Er wartet immer noch ab, der Krux. Er hatte immer noch die Hoffnung, dass hier jemand kommt. Die Frage ist, kommt hier auch jemand oder nicht? Weil ich will jetzt da schon mal, ich will gar nicht die Geduld haben, hier so lange zu stehen, muss ich zugeben. Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor. Ist sich in den Kaffee holen gegangen? Er ist geduldig, der Junge, ne? Er ist wirklich geduldig hier am Abwarten, dass jemand kommt. Muss ich zugeben, das würde ich nie im Leben schaffen. 5, 5, steht 6 zu 5 steht schon. Ah, guck, jetzt kommt der erste. Ah, die PM scheint vorhanden zu sein, zumindest eine gute Reload-Zeit. Ist nicht aufgegangen, aber kommt natürlich an einem angewickelten KV1 nicht durch. Der hat auch mit APC keine Chance. Da musst du den wirklich von. Da ist jetzt der Experimental. Dem kommt aber schön durchs erste Kettenlauf durch. Pavelius ist auch noch so ein bisschen unentschlossen, habe ich das Gefühl. Jetzt scheint er offen zu sein. Oder Blindschuss. Ich weiß nicht, ob er eine Lampe drauf hat. Theoretisch hat er schon. Oh, jetzt kommt da die Su-100 beim Pavelius durch. Und genau, Krux hat sie auch sofort bemerkt. Die Su-100 natürlich mit ihr 100 mm ein extrem böser Gegner. Mal schauen, ob Krux ihn hier rankriegt. Oder
ob Pavelius ihn raus DPM kann. Sieht ziemlich gut aus für Pavelius. Ja, sogar noch die Sue. 85 Schau schießt sogar noch drauf. Und somit wäre es gewesen für die Sue 100. Jetzt sind natürlich noch. Jetzt ist er noch 34, 85 M. Ist der auf der Brücke oder unten? Wenn der auf der Brücke ist, hat natürlich Pavelius ein Problem. Ja, und da oben natürlich wieder der obligatorische Climber, der A43. Kann eigentlich nichts machen dort auf dem Berg, aber Hauptsache wird hochgeklettert. Blöd ist halt, die Heavys sind jetzt halt durch. Ja, hat Pavelius so das Aussehen aufgemacht. Nicht mehr Krux. Jetzt die Frage, was machen? Ob zurückziehen? Ob auf die pushen? Ob die runterschießen da PCR? Oh, sie ist hier noch ziemlich offen. Ist auch schön, dass 7, 8, 7, also sicher recht knapp bis jetzt. Jetzt kriegt ihr aber. Schieß auf den Turm! Wir haben sie nicht mal jetzt hat er ihn getrackt, den KV1, hat den OE-Experimental-Schuss zum Glück nicht gefangen. Also, ihr Glück gehabt, dass er nicht getroffen hat. Jetzt hat die Frage, will er jetzt die frontal anschießen? Weil 550 HP ist zwar viel, aber auch nicht unendlich viel. Übrigens, die Mobilität ist recht okay, finde ich, ne? Bisschen langsamer eher, wahrscheinlich für einen 5er eher ein bisschen zu langsam. Kannte jetzt hier am KV1 noch mal drücken. Ah, doch, hat eine Lampe. Wunderbar, konnte KV1 rausnehmen, hat aber leider noch mal einen 120er Schuss gefressen von ihm. Und jetzt ist halt der Experimental, aber der hat halt die 300 HP Waffe drauf, ne? Also einen Schuss vom Experimental fangen will man wahrscheinlich eher nicht. Mittlerweile hat jetzt auch die andere Flanke bis da aufgeraucht, also viel ist da nicht mehr. Also Pavelius und 2 TDs, die hat ja noch. Fährt 20 km rückwärts, also in Schweden TD. Schieß auf den Turm. Schieß auf den Turm. Oh, jetzt hat der Experiment verschossen. Genau, auf den Turm kannst du einfach irgendwie draufholzen. Da geht man jetzt immer durch. Auch wenn es angewinkelt ist. Gut, hat jetzt hier halt ein Experimental noch vor sich. Der muss jetzt halt unbedingt raus, damit er dann ein paar Videos helfen gehen kann. Und der anderen zwei TDs, also muss sich ein bisschen beeilen. Scheint so, dass die Grille nochmal drauf geschossen hat. Sprich, jetzt ist der One-Hit. Und jetzt muss er ihn rausnehmen. Kostet es, was es wolle. Der Experimental muss jetzt raus. Versucht hier zu Sides. Ja gut, Sidescrim. Das ist ein bisschen gut rausfahren. Hat es aber geschafft, ihn frontal sogar noch auf der Upper Plate zu penetrieren. Und ja, ist jetzt zwar offen, aber er hat jetzt immerhin die Flanke da gesäubert. Sprich, jetzt geht's ab zurück zu Pavelius, weil ja, ne, 34-85M ist schon durch oben. Die Sue ist am Fliehen. Panzer 4H noch auf dem Berg oben. Wird aber kaum rankriegen. Ui. Ja, mein Müdigkeitsschub schon wieder. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kriegt denn 34-85M auf? Die Hellcat ist auch noch da oben, aber die kriegt er auch nicht ran. Also ich würde, wenn, dann Richtung 34-85M schauen und mit dem Fernrohr, das Fernrohr aktivieren lassen, versuchen den Typen natürlich. Oh, ja, da ist es aber schon. Das Problem ist ja, der M ist halt wirklich extrem stark, ne, auch ziemlich trollig gepanzert. Ja, erster Schuss daneben, zweiter Schuss Bounce. Grill ist jetzt leider tot, dafür ist jetzt getrackt, der 84M. 85M meine ich, 84M, ah ne, doch nicht mehr. Hat jetzt aber hier schon schön gefressen von Krux, also kann hier wirklich schön drauf wirken. Und natürlich auf der unangewinkelten Wanne mit APC kommt natürlich auch er durch mit seinen 100, was auch nicht, 50 Durchschlag. Ja, jetzt haben wir aber da blöd immer noch eine Art, die haben die Gegner noch und halt die zwei Panzer auf dem Mühl oben. Sprich, Krux kann hier den 34-85M nicht pushen. Frage ist, kommt er zu euch? Oder uns? Oder ihm? Und aufkriegst halt auch schwer in diesem ganzen Blätterwald da unten, ne? Ist ein bisschen Pirouetten drehen. Da ist er offen und fährt übers offene, ja, fährt sogar noch übers offene Feld. Leider nicht penetriert, weil er genau in dem Moment sich gedreht hat. Jetzt ist Krux hier selber offen, hat es geschafft, einen Schuss zu entziehen. Ja, aber die Genauigkeit ist recht gut von dem Panzer. Schöner Schuss hier durch den Turm sogar durch. Jetzt kommt der alles entscheidende Killshot, bounced. Oh, der frisst hier nochmal ein vom 34-85M. Hat es aber geschafft, ihn rauszunehmen. Ist aber jetzt selber mehr als One-Hit. Also muss jetzt ziemlich aufpassen. Fährt ja auch gleich weiter geradeaus. Also hier recht waghalsig, weil ich meine, der Panzer 4H und die Hellcats nehmen ihn auch auf den Berg oben. Hat die jetzt 1000 Damage somit gemacht und 300 gespottet. 3 Kills. Pavelius hat auch nur noch 300 HP. Also sie müssen hier aufpassen. Der Panzer 4H hat wahrscheinlich die Trollkanone drauf. Ich sage ihm, ne? Müssen wir so einen M-Counter machen. Hm? Jetzt sollte ich schon wieder M sagen. Ich fasse es nicht.
So, ja. Jedenfalls haben wir die Hellcat übrigens vom eigenen Team Teamkill. Okay, kann man machen. Jetzt ist die Hellcat durch die gegnerische auf der 0-Neuer-Linie. Und ja, jetzt sind sie zu 2. Also 2 gegen 2 halt, währenddem das Krux hier hinten durchfährt. Frei ist halt, sucht jetzt die Arti wahrscheinlich schon, ne? Hat übrigens jetzt auch wieder schön umgeladen auf AP. Also hier schießt hier nicht unbedingt ganz frei, wie ich ab jetzt hier, aber 110 Durchschlag auf AP, meine. Das will man da schon groß machen. Ah, Hellcat ist jetzt raus, die 200 hat es geschafft. Sprich, jetzt ist dort noch der Panzer 4H. Und die sollen sie jetzt eigentlich zu zweit schaffen, oder? Ist das ein erfahrener Spieler? Ups, was ist das denn? Ja, nee, 1000 Gefecht, das den sollen sie schaffen. Das ist recht ein unerfahrenes. Ja, genau, da ist er auch schon weg, der XX Apfelkuchen XX. Und ja, somit fehlt jetzt doch die Artie, die aber schon Krux gleich, genau, die Krux da schon gefunden hat. Schaut auch gar nicht erst zu ihm, das heißt, er kann alle Ruhe einnehmen und zack und boom. Ja, das war's auch schon mit diesem kleinen, aber feinen Panzer 4 Hydro Replay. Es ist jetzt nicht nichts Umwerfendes gewesen, aber ich dachte, ich will ihn euch den mal zeigen, ich will ihn mal gerne auf dem Kanal haben. Ein Panzer, den man eher selten sieht und der auch eher etwas selten ist. Und ich würde sagen, wir switchen gleich rüber. Wir machen da gar nicht langs Larifari rum. Sondern gehen hier gleich auf zur Gefechtsauswertung. Wir haben hier eine erste Klasse tatsächlich. Und ja, sonst nichts Großartiges. Wie gesagt, es ist eigentlich ein entspanntes Gefecht gewesen. Hat sie trotzdem mit knapp 1300 Damage und 4 Kills auf Platz 1 geschafft. Mit 984 Grund-XP. Zweite Stelle haben wir die Grille. Dann der OP-Type 64. Und an vierter Stelle dann Pavelius in seinem Excelsior mit knapp 1000 Damage und einem Kill. Gegnerteam haben wir KV1S an Topstelle, Hellcat zweiter und der XX Apfelkuchen XX an dritter Stelle. Also der hat wahrscheinlich schon ein cooles Gefecht gemacht für seine Anfahrgefechte. Ja, der Rest ist irgendwie nicht so, ne? Irgendwie allgemein nicht so. Der hat da schön, das sind die Heavys, die er da schön aufgehalten hat. Also eigentlich hier gut gemacht, dass Krux alleine hier das ganze Zweipartoon aufgehalten hat. Ja, 27 Schüsse hat abgegeben, davon ganze, also von 25 Durchgang, das ist eigentlich eine sehr gute Rate, wenn man überlegt, was das für ein Durchschlagswert ist. Von diesen 5, beziehungsweise Genauigkeit ist es recht gut. So, aber andersrum ist natürlich eben, wie gesagt, der Durchschlag, 25 Schüsse, 14 gerade mal durch, das heißt 11 Schüsse hat er gebounced. Ist halt das Problem an dem Panzer, 1300 Damage knapp, wie gesagt, davon 200 gesniped. 3 Schüsse hat er erhalten, sind natürlich alle durchgegangen, das ist auch keine Diskussion. 2 Gegner hat er aufgemacht, das waren die 2 Heavys. 4 angeschossen, 4 zerstört, macht ja also keine halben Sachen, ne, der lieber Krux. 300 Spotting hat er noch gehabt, 2-4 umgefahren. Ja, musste halt ab jetzt her schießen, ne, daher ziemliches Minus hier leider. Und ja, ansonsten netto hier 2100 XP mit knapp 10 Minuten Spielzeit. Wobei halt recht viel abwarten war, ne. Aber wir haben ja recht viele so Medaillen-Siegs, ne. Also dieses Fire for Effect, was gibt denn das eigentlich nochmal? Fire cause more damage to enemy with the hit points of your vehicle. Ja, das sollte eigentlich ja jeder haben. Also ich meine, das ist wirklich etwas. Ich sage ich traurig, dass das hier. Gut, die haben das jetzt alle, ne? Fire for Effect. Ne, Grilla hat schon mal. Doch, Grilla soll es auch haben. Fire for Effect, Fire for Effect hat es auch. Fire for Effect Bruiser. Also eigentlich hier hat es niemand mehr. Sie hat niemand mehr geschafft, mehr als seine HP Damage zu machen. Oh, man kann hier sogar noch schauen. Die Map? Cool. Ja! Aber das war's für kurz und knapp für den Panzer 4 Hydro, ein eher spezieller Panzer, den man wahrscheinlich überhaupt sehr selten sieht auf dem Schlachtfeld. Und ich glaube jetzt nicht, dass es so der Panzer ist, den man haben muss, meiner Meinung nach. Ich glaube sogar angeblich hat er noch verbessertes Matchmaking, bin mir aber nicht sicher. Nee, ich glaube, das war Ironie, ne? Ja, das war Ironie. Aber ja, eben. Also, keine Ahnung. Es ist ein Sammlerpanzer, würde ich jetzt mal behaupten, den... muss man sich nicht unbedingt in der Garage haben. Ist auch nicht einer, den man sagen muss, der ist OP. Also spielt man normale Tier 5 Panzer. Die sind viel stärker als der. Aber netter Panzer, den mal zu sehen und mal zu wissen, was sich da handelt. Ja, liebe Zuschauer, aber das war es in dem Fall für diesen Part Panther Replay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vergesst doch nicht zu bewerten, kommentieren, whatever, irgendwas. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut!